Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ein Leben und ein Tod bei 7 Days to Die. Und mit dabei immer noch unsere Chapa, hallo. Hallo. Die ist auf dem Weg zu uns nach Hause. Dann haben wir noch den Shira. Servus. Die Wühlmaus ist gleich weiter am Buddeln. Und der Mark, hallo. Hi. Und der möchte auch buddeln. So. Lars? Mhm. Sorry, kurz, wo bist denn du? Ich bin im Hinterhof. Kannst du einmal zu den Container kommen? Das wäre doch ideale Beta. Da, auf den Containern drauf, ne? Ja, einfach nur unten abgraben. Wenn ich mir das so anschaue. Dann mehr als ideale Beta. Ja, gut, aber die Zombies machen die ja nicht kaputt, deswegen ist das eigentlich auch egal. Ich baue die hier, guck mal, wo ich die hinbaue, dann siehst du das. Wird dann quasi das Beet gemacht und bis rüber und da haben wir genug Platz. Wenn du möchtest, kannst du hier die Schrottdinger hier ab. Ja, kann ich machen. Lars, könntest du mir vielleicht nachher eine Schaufel auf 100 machen? Ja. Weil. Vielleicht kann ich dir auch eine Schaufel auf 150 machen. Ja, weil eben. Also die ich jetzt habe, die war auf nur 50. Da oben liegt doch, glaube ich, noch eine. Das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht mehr. Ja. Die 100 kann ich dir aufbauen. Ja, zumindest dass ich jetzt dann eine Schaufel auf 100 habe. Ja, ich baue gerade noch Erde, warte mal. Ja, was? Warte mal, ich baue. Kleine. So. Ja. Beete bauen im frühen Spiel, da hat man echt wenig dann an Ressourcenprobleme. Ich bringe mal ein paar Kartoffeln mit. Sehr schön. Zombie kümmern. Ich wollte sagen, ich höre hier irgendwo einen Zombie. Ach, da. Okay, Zombies kommen. Prinz? Ja? Drück E. Ja, perfekt, danke. Bitte. Gucken, wo die Zombies kommen. Ach, hier ist der Eingang. Ja. Oh, ich
erschrocken. Ich war es nur. Ich suche mir verzweifelt den Eingang. Alles. Hier. Folgen Sie mir. Ach ja, die andere Seite war es. Wir können es. Ja, bald gibt es einen richtigen großen Eingang, da siehst du den auch. Okay, wir sollten vielleicht den Eingang hier ein bisschen schützen, oder? Dass hier nicht so einfach Zombies rein. Erstmal ist das nicht so schlimm, weil wir eh oben drüber sind. Na ja, gut. Das ist erstmal nicht das Problem. Ah, Gott. Das eigentliche Problem ist erstmal, das Holz zusammenzubringen für die ganzen Woodspikes und so. Sehr gut. Erstmal so. Sollten wir mal die Baumsamen alle anpflanzen? Ja, habe ich schon hier welche angepflanzt, wenn noch welche da sind, okay. Aber ansonsten. Noch einige Vasen, die reden. Ich habe im Hinterhof schon mal einige angebaut in der letzten Woche. Ich würde ja sagen, dass wir den Graben nicht komplett ums Haus machen. Ne, nur die Ecke davon. Nur da, wo die Eingänge sind, oder? Ne, komplett da hinten die Ecke da. Ja, ich würde jetzt hier bis zur Hausecke würde ich graben. Ja, genau. Und da dann den Graben fertig machen. Weil dann da auch die Tür, die Brücke hinkommt. Okay, ich habe ein bisschen Hunger. Aber Chapa hat bestimmt Eier mitgebracht. Jo. Sag mal so, das mit den Containern Beeten machen, das kann man später immer noch machen. Aber die sind halt doch ziemlich weit oben. Das heißt, du musst dann immer hochklettern. Ist die Frage, ob wir das halt einfach so weit unten hinstellen. Weil, wir müssen ja nicht so viel Aufwand betreiben. Das ist ja auch bloß mit Kies gefüllt, die Scheiße. Braucht jemand ein T-Shirt? Ich habe mein T-Shirt, ein weißes. Ja, ich habe eins an. Das kühlt. Ja. Chopper hat einen Top an. Oder hast du keinen, Guck mal, ich habe hier ein Football-Trikot. Ich hab... Da ist aber Football drin. Das ist ein Football. Okay, ich hab's genommen. Du musst Team Zombie sein. So. Oh, ganz schön viele Federn, ja. Ich mach gleich Pfeile. Oder soll ich ein bisschen mit dem Holz. Soll ich immer wieder das Holz holen? Chapa und ich könnten Holz holen gehen. Bisschen habe ich noch, aber nicht viel. Nee, das behältst du. Du brauchst es. Und Steine vielleicht auch noch. Nicht schlecht. Ja, die können wir auch holen. Also einer von uns beiden. Ich würde sagen, ich hole das Holz und Chapa holt. Steine habe ich 2.500 eingesteckt. Ja, ich okay. habe 498, ich auch, aber wir können nicht genug Steine haben. Weil es automatisch auch, weil es ja automatisch auch andere Rohstoffe gibt. Jetzt schmeiße ich mich nachher dann wieder in die Mine runter. Ich buddel hier noch den Graben etwas.
Ja, lass, dann mache ich den Graben und du kannst ruhig in die Mine gehen. Dann mache ich den Graben hier fertig und gehe dann nachher auch in die Mine. Ja, ich weiß schon. Soll ich dir zeigen, wo ich die Mine angelegt habe? Ich glaube, ich weiß, wo es war. Ja. Sonst suche ich aber gleich den Namen. Weil ich glaube, mich zu erinnern, wo. Nee, das ist schon zu weit. Wir müssen zu zweit draußen. Dann gehen wir mal mit. Slow. Huch. Jetzt gefällt mir Jabba schon viel besser mit dem T-Shirt. So, Chapa, würdest du dann mit mir Steine und Holz holen gehen? Ich würde alles umdrehen. Ja. Ich würde alles umdrehen. Was? Kann so einfach das. Was, ja? So, weißt du, wo ein grünes Biom sein könnte? Wo kommst du denn eigentlich her von der Wüste? Warte mal. Ach, unten links ist ein grünes Biom, unten links. Genau. Also, ja. Der Süd, Süd West, also von Süden bis Südwesten, Westen. Genau. Da in die Richtung. Gut. Dann gehen wir mal. Halt, noch was essen und trinken, sonst habe ich wieder Hunger. Ich habe mal ein paar Eintöpfe gemacht. Ja. Kurz das Wasser abbrechen und neu ansetzen. Auch mindestens eine Suppe brauche ich. Ich bin nämlich total runtergehungert. Kurz warten. Oh ja. Haben wir denn noch irgendwo Werkzeug? Was brauchst du denn für Werkzeug? Ja, also bei Holz brauche ich wenigstens eine gute Axt. Also eine Steinaxt ist auf jeden Fall schon mal im Essens drin und auch ein Bo. Also welchen cool. Ich habe momentan nur die orangene Möglichkeit. Ich brauche noch ein Level, dann kann ich auch die 150er machen. Okay, also eine normale Steinaxt, also mit 100 habe ich auch noch. Okay, also eine Axt würde ich erst ab 150 bauen wollen, eine Eisenaxt.
Weil das dann macht das auch Sinn. Das kostet ja doch ein paar Eisen, Schmiedeeisen. Und das heißt, ich muss jetzt noch ein Level machen, dann kann ich dir gerne eine bauen. Erstmal würde ich mit Stone Axe gehen. Also wenn du dich um die Ressourcensteine kümmerst, kümmere ich mich um das Holz, weil ich habe eine 216er Eisenaxt. Okay. Oh, Feuer ist aus, Moment. Wie lange brennt eigentlich so ein Heuballen? Puh, gute Frage. Probieren wir es aus. Ich baue gerade ein. 8 Sekunden. Okay, erst lang. So, eine Suppe, yeah. Damit bin ich auch satt. 0,3 Wellness. 3 Wellness habe ich bekommen. 3 Wellness. Okay, dann gehe ich mal nach Südosten. Ne, Südwesten so aus. Oh, die Bäume sind eine Stufe gewachsen. Yeah. Südwesten. Dann gehen wir mal nach Südwesten. So, bevor ich weitergehe. Icock hat geschrieben. Yeah. Darf man gar nicht so vernachlässigen, ne? Ich hab nämlich eine Suppe gegessen, da wird einen richtig schnell warm. Jetzt muss ich erstmal einen Cowboy-Hut aufsetzen. Also ich bin schon gleich im grünen Biom. Also irgendwie habe ich meinen Durchfall vergessen. Was hast du vergessen? Mein Durchfall.
Ich hab Durchfall. Oh. Trinken Tee. Ja. Ich versuche es gerade, wieder zurück. Oh, da kommt eine Horde rein. Hehe. Uncool. Mag es neben dir. Die sind doch tatsächlich durch die offene Tür vorne. Also so doof sind die wirklich nicht. Nee. Norden raus müsste das sein. Ihr schafft sie bestimmt. Ich höre sie. Oh, da. Ja, ja, ja. Hinten am Eingang. Okay. Oh. Im Graben, oder was? Ja, in der Garage. Sind gerade rein. Einer ist wieder raus in den Garten. Irgendwo ist bei mir ein Wolf. Ach, da ist er. Aua. Nee, komm. Oh. Jetzt zwei sind raus, oder drei sind raus, ich kann nicht noch beurteilen. Ach, die haben den Zaun zerstört. Ist nicht so schlimm, kann man aufbauen. Ich hatte gerade noch einen Hund neben mir, den musste ich kurz. So, ich seid ihr da, kommt ihr zurecht oder soll ich zurückkommen? Ja, mir gehen gerade so langsam die Pfeile aus, aber es ist okay. Ich würde gerne helfen, aber irgendwie kriege ich einen Durchfall, beziehungsweise meinen. Na, es sind zwei Horden, ne? Ich bin safe durch, ja. Ich komme wieder. Nein, ja. Das ist so schön, dass er hat, er nur gerade auf den Zaun gezielt. Huch! Ja. Schmerzmittel, sehr schön. Die haben schon wieder. Oh, ich hab eine Garten. Gartenhack aus Eisen. Gartenhol, ja. Den habe ich auch schon gebaut. Wo sind sie? Da hinten, okay. Sind eigentlich über, ich glaube, an unserem gerade gebauten Graben sind noch zwei oder so. Okay. Hä? Nö. Okay. Oder nicht? Die waren eben da. Na gut, dann sind sie weg. Toll. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge. Wir haben 24 Minuten auf der Uhr. Ich habe die Hälfte verpasst. Ja, Eisenschaufel. Ja. Ich hab eine Eisenschaufel.
Wie kriege ich meinen Durchfall 2 weg? Mit... Goldroten TS, also der gelbe TS gegen 1. Genau, was steht da drauf, wenn du da drauf gehst? Geh mal auf B. Geh mal auf B. Dann hast du rechts den Effekt. Genau, 2. Ich habe Durchfall 2. Wenn du drauf gehst, dann siehst du doch, mit was du es heilen kannst. Mit was? Natürliches Antibiotika, Antibiotika. Ja. Also brauchen wir für dich Antibiotika. Ja. Schön. Ja, wo kriegen wir das Antibiotika her? Was brauchen wir fürs Natürliche? Ein Buch. Ja. Und dann ein Beaker. Ohne Beaker. Kein Antibiotika. Ja, wie lange hast du noch Zeit? Es kommt drauf an, wie lange ich mich am Leben halten kann, weil es geht ja von meiner Gesundheit runter. Ach du Scheiße. Okay. Also zeigt mir leider keine Dauer an. Dann ist das, bis du tot bist, quasi. Ja. Okay. Ich glaube, dann ist nächste Priorität, kurz farmen gehen. Das ist die Priorität, alle in die Häuser. Ja. Haben wir noch irgendwo Pfeile? Da sind Federn drin. Die müssen in Pfeile. Ich wollte gerade Pfeile machen. Was wichtig ist, du hast Aloe Vera mitgebracht, bau dir Verbände, damit die dich immer gegenheilen kann. Mhm. Wo waren denn die Federn? Ach, da, aua. Oh, ah. Pfeile sind in der Munitionskiste. Okay. Ohne Holz. Ja. Kannst du mir Holz und Stein geben? Stein ist in der Ressourcenkiste drinnen. Ah, Holz kann ich dir. Warte mal, lass mich rein. Ich nehme die Hälfte von meinem Holz ab. Geht es eigentlich schnell runter von deinem Leben oder eher langsam? Ja, seitdem wir hier stehen, 10er. Also, ich glaube, ich überlebe keine Stunde mehr. Oder vielleicht gerade so. Wie gesagt, Verbände bauen. Die heilen dich lange. Gut. Also ich habe jetzt kein Holz mehr, ne? Ich habe komplette Holz in... Ja, ich habe das schon verstanden. Aber wir brauchen erstmal... müssen jetzt auf die Suche gehen, in die Häuser gehen und dann müssen wir erstmal versuchen, irgendwie Antibiotika zu finden. Ja. Okay, dann machen wir mal eine Rundreise. Weil... Ja, am besten Zweierteams, ne? Ja, nö. Ich bin schon in Häusern drin, also macht's ruhig. Da hast du ein bisschen Wasser getrunken, ne? Die Kartoffeln draußen sind auch schon fertig, falls irgendwem interessiert. Gerade nicht. Danke. Bitte. Trotzdem sage ich's. Ja, alles gut, alles gut. Du bist ein großes Gebäude, da kommt bestimmt irgendwas Interessantes drinnen und eine Krankenstation. Hier bin ich schon drin. Wo? In dem Die. Schade, nur Vitamine. Wir können jetzt. Geh mit dem Spiel.
Ja, Pfeile, habt ihr alle genug Pfeile? Ich habe noch 50 knapp. Ein Luftzug. Aber ich habe einen Knüppel, ich geht schon. Ja. Teilt es mal unter euch auf. Oh, dann gut. Uah. 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 Ich bin voll erschreckt. Oh, hier unten im Haus ist nicht. Müssen die Chapa retten. Wieder eine Vitamine, aber keine Antibiotika. Meine Ausdauer lässt echt zu wünschen übrig. Das liegt wahrscheinlich daran, ja. Ja, es ist 3 Schritte und komplett außer Puste. Also ich kann euch noch nicht mal so helfen wie ich. Wow, wow. Heidewitzka. Jo, ich bin versorgt, ihr müsst mich retten. Da ist Honig in der Kiste, glaube ich, oder? Ja, 2-mal Honig ist da. Geh in die Kiste und hol dir dann Honig, aber erstmal so. Ja, geht gar nicht, unser Lager. So weiter. Du überlebst länger als die Jabba mit deiner Verseuchung. Das stimmt. Mhm. Aber unsere Hütte wird gerade echt überrannt. Hm? Unsere Bude wird gerade gut überrannt. Wir gehen einfach weg, dann hauen die auch ab. Hm? Gut, okay. Bitte. Tüte 3000 Zombies. Alter, wie ich diese Pfaff. Gut, dass wir dich nur zur Hälfte hören, weil du abgehakt bist. Ist vielleicht besser, ja. Okay, ich werde mal kurz die Folge beenden und dann suchen wir in einer neuen Aufnahme weiter. Mhm.